will der Spino da machen? Kommst gefälligst zurück, sonst erschieße ich dich. Mit meinem coolen Gewehr. Nein, eigentlich nicht. Oh nee. Mann. Oh, bin ich dumm. Ich hab grad meinen eigenen Spino erschossen. Und damit herzlich willkommen zu einer Folge Ark Thunderbolts. Wir befinden uns wieder in der tollen Terrus Arena. Und hinter mir seht ihr schon 4 Indominus Rex Nemesis gegen 44 T-Rexe. Und das hat sich nämlich Gimpf HD gewünscht. Er hat geschrieben, 45 T-Rexe und 4 weiße Indominus bitte und cooles Video. Ja, weiße Indominus kann ich jetzt nicht immer garantieren. Der hier ist ein bisschen lila getönt, aber sonst sind eigentlich alle recht weiß. Finde ich. Einfach mal. So, irgendwie sehen die Zähne von denen ziemlich verkrüppelt aus, wenn man sich das mal so anguckt. Aber ja, endlich mal wieder der alte Indominus. Den Mod gibt's schon ziemlich lange. Also, er ist kurz nach Jurassic World rausgekommen. Ja, hier haben wir 44 T-Rexe. Das sind alle Level 100, glaube ich. Welches Level sind denn die? 18 und irgendwelche. Ich habe wieder das Admin-Command-Menü drin, natürlich. Da kann man auch wieder ein paar Modded-Sachen machen. Und ich werde es jetzt so machen, ich werde jetzt immer, also, falls ihr Ideen für ein Dino-Battle habt, könnt ihr es gerne unter das Video unter dieses Video hier jetzt schreiben. Aber ich werde es jetzt so machen, dass ich jetzt nicht, wenn ich jetzt keine Vorschläge für ein Mod-Testen-Video bekomme, dann werde ich trotzdem eins machen zum Beispiel, weil ich mache das jetzt am besten meistens immer abwechselnd, so eine Folge Mod-Testen, einen Dino-Battles, oder falls ich halt keine Ideen habe für eins von den beiden, dann mache ich halt irgendwie das andere. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ihr jetzt hier runterschreibt, ja, mach ein TX gegen einen Giga, bla bla bla, fände ich voll toll und ich dann als nächstes Video ein Mod-Testen rausbringe, braucht ihr keine Angst haben, sondern da kommt dann noch ein Dino-Battle dazu, sondern ich mache das jetzt einfach so. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch gleich mal an. Ich muss die noch kurz hier so auf die Pfeifen, hier einfach auf den mal. Dann würde ich mich nochmal kurz... darf ich mal hier, ja, danke. Ich sollte mich, glaube ich, jetzt nochmal hier Invisible to All machen. Und dann mache ich mal kurz Fly. Dann mache ich so, so, da sieht man das nicht mehr. Dann sollte es jetzt auch eigentlich schon losgehen. Players only. Ja, da machen die sich schon wieder unsichtbar und spawnen ihre Raptor Minions. Warum hängt das so, wenn die diese Attacken machen? Hilfe! Ah! T-Rex-Katastrophe. Überall fliegen sie rum. Da, guck mal. Perfekte Pose dieses T-Rexes. Er rennt gerade auf seine Beute zu. Na, hä? Ist aber wirklich voll perfekt gelandet hier. Wenn er nicht so blutig wäre und noch leben würde, dann wäre das eine richtig gute Pose. Schon krass. Davon muss ich gleich mal einen Screenshot machen. Nein, eigentlich nicht. Das ist unnötig. Und ja, und, meine Indominus-Rexe haben sie schon richtig pulverisiert. Also, ja, das ging schnell. Und ich werde jetzt die Kommentare von unten bis nach oben durchlesen und die halt machen, die ich mit einem Herz markiert habe. Und dann sehen wir uns beim nächsten Battle. So, als nächstes hätten wir einen Vorschlag von die maskierten Brüder PT, E, B, P, P, Staffel 2LP. Langer Name. Bitte Kano gegen 3 Raptoren Level 1. Ja, das ist so ein ganz altes Standard-Battle, so ohne Modded, ohne irgendwas, ohne viel, einfach nur so ein ganz gemütliches, kleines Früherzeit-Battle. Wer sich erinnern kann, wer uns schon etwas länger guckt, ich habe so eine erste Folge Dino-Battles, könnt ihr euch mal angucken. Ja, da konnte ich noch nicht den Arc-Sound aufnehmen, da habe ich einfach nur die normalen Kreaturen gedingst und... Ja, so ungefähr ist das jetzt wieder. Deswegen habe ich es einfach mal reingenommen, weil so kleine, alte Dinger wahrscheinlich auch mal ganz gut sind. Und Players Only. Los geht's. Mal gucken, wer gewinnt. Ein Kano Level 1 gegen 3 Raptoren Level 1. Oh, ja. Das war wohl der Kano, der gewonnen hat. Das ging schnell. Aber damit es nicht zu langweilig wird, erhöhen wir die Zahlen ein bisschen. Und deswegen haben wir die Zahlen jetzt auf 100 pro Stück erhöht, alle noch Level 1. Dazwischen ist auch noch irgendwo noch der alte Kano. Und ja, ich will erstmal
hier, dass sie den einen angreifen. Und dann würde ich sagen, Players only. Ja, juhu. Mal gucken, wer gewinnt. Also, ich glaube ja eher, die Kanus gewinnen. Ja. Ja, doch, ich glaube, die Kanus haben gewonnen. So, und deswegen haben wir die Raptoren jetzt auch auf 500 erhöht. Und die anderen sind immer noch 500, meine ich, die Kanus, damit es auch nicht zu langweilig ist. Mal gucken, ob sie die schaffen werden. Ja. Let's fang an. Mal gucken, ob 100 Kanus gegen 500 Raptoren gewinnen. Alter, guck dir das mal an, wie viel Raptoren da einfach gleichzeitig auf die zurennen. Das sind so Ameisenschwarm-Ding. Die kommen da alle angerannt. Aber die Kanus halten sich gut. Sie zermetzeln alle an der Front. Okay, das ist so ein richtiges Massengetümmel. Aber es scheint so. Ja. Kanus sind einfach aggressive kleine Würstchen, so wie der Ben. Und zermetzeln alle. Okay, also 500 Raptoren können auch nicht gegen 100 Kanus gewinnen. Boah, mit Dings laggt es so, weil diese scheiß Dinger da noch sind. Diese Kackschadensanzahlen. Das ist richtig dumm, das nervt. Aber ja, hier sind noch ein bisschen. Da könnte ich mal einen anpfeifen. Oder die kommen von selbst. Und die hier schieße ich da mit meiner Shotgun. Kann ich bitte mal dahin? Ich muss den treffen. Aha, willst deinen eigenen Kompan fressen. Das wird auch euer Untergang sein. Geh sterben. Ja, und damit hätten sie eigentlich gewonnen. Was ich jetzt noch ausprobieren will, kann ich da einfach durchrennen? Warte, ich muss mal reloaden. Kann ich da einfach durchrennen und die alle töten mit einem Schuss? Nein, kann ich nicht. Aber könnte ich dann dahin, weil ich meine Shotgun macht ja Flächenschaden, so gesehen. Och nee, das geht nicht. Dazu brauche ich einen Raketenwerfer. Und hier haben wir auch schon einen Raketenwerfer. Ich fliege mal kurz hier hoch. Dann sieht man das besser. Und dann schieße ich einfach mal da rein. Ah, die fliegen alle so schön rum. Ja. Ist auch irgendwie fies, weil die gerade für mich gekämpft haben. Aber das musste ich einfach sehen, weil es sieht immer so lustig aus, wenn die Ragdoll-Animations immer so schwabbelig sind bei den Dinos. Ein Kano lebt noch. Dem gebär ich einen Ehrentod. Er guckt mich sogar an. Jetzt sind alle tot, glaube ich. Ja, dann kommen wir auch jetzt zum nächsten Battle. So, und das nächste Battle ist von Dragonfire. Er hat nämlich vorgeschlagen, 200 Alpha-Rexe versus 2 Dodo-Rexe, wenn das geht. Jetzt direkt gerade nicht, weil gerade keine Halloween-Zeit ist. Da gibt es nämlich keine normalen Dodo-Rexe zum Spawnen. Deswegen habe ich einfach Modded Dodo-Rexe genommen. Und die Alpha-Rexe sind auch von dem, weil ich habe Azia Redemption und Extinction Core Mod drin. Für so ein paar Dinos, die wir hier benutzen können. Und deswegen sind die hier auch vom Mod, aber ich glaube, die sehen einfach nur anders aus mit dem Mod. Und dass man sie evolven kann, ist es, glaube ich. Aber ja, das hier sind 200 Alpha-Rexe war das. Und da es keine normalen Dodo-Rexe anscheinend in den Mods gibt zum Spawnen, nehme ich einfach den Elder Spirit Dodo-Rex und den kann man hier beschwören mit einer Matrix. Den beschwöre ich jetzt einfach mal. Da sieht man es schon hier. Bildet sich so ein Dings. Ich spawn nur einen davon, weil ich denke, die sind ziemlich OP. Ich weiß es aber nicht genau. Ansonsten sehen wir es ja dann beim Battle. Dazu sind die Battle ja da. Ja, das sieht ist so ein Arkham's Alive-Ding hier, was sich so da bildet. Und dann sollte da jetzt gleich der Elders-Bild Dodorex entstehen. So, tada. Das ist der Elders-Bild Dodorex. Der sieht schon ziemlich stark aus. Den werde ich mir jetzt kurz force-tamen. So, hier. Also der sieht ziemlich stark aus, deswegen lasse ich den einfach mal da. Ich guck mal kurz. Ja. Der scheint stark zu sein, deswegen werde ich einfach mal hier, greife dieses Ziel an. Dann mache ich kurz Fly. Und dann geht's auch schon los mit dem Battle. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm, dass ich keine normalen Dodorexe habe. Aber ich meine, das sollte ja eigentlich auch gehen. Players only. Und los. 200 Alpha-Rexe.
sehen so Majestät, was? Der spawnt Mini-Dodorexe. Ja, cool. Aber bis jetzt ist noch nichts von den ganzen Dingern gestorben, glaube ich. Alter, guckt euch mal an, das ist so eine riesige Welle aus so orangenem Zeug. Und die Baby-Dodorexe, die spucken anscheinend auch schon Feuer und setzen die in Brand. Und der Große, macht der überhaupt irgendwas? Ja, ihr greift an. Da hinten sterben schon ein paar, aber die werden von den Mini-Dodorexen zerfetzt. Okay. Die kleinen Dodorexen sind anscheinend auch relativ stark, aber werden von den Alphas auch schon auseinandergenommen. Da war gerade irgendwie so eine komische Staubwolke. Und wo ist der Große hin? Ist der tot? Wurde der Große schon zerfetzt? Oder bockt der da an dem Stein drin? Die zerfetzen hier auf jeden Fall noch irgendwas. Und da an dem Stein scheint irgendwas drin zu sein. Was Alpha-Rexe ziemlich gern mögen. Ich weiß jetzt aber nicht genau was. Was soll denn da drin sein? Hier verlieren auf jeden Fall ein paar Leben. Sie haben ihn getötet. Okay. Die haben den umgebracht. Dann suche ich mir mal jetzt noch irgendeinen Dodorex raus, falls ich einen finde. Und dann lasse ich den gegen die kämpfen. Und jetzt haben wir hier drei Dodorex aus dem Extinction Comet. Ich habe doch noch welche gefunden. Nur die sind nicht mit Admin Command Menü spawnbar irgendwie. Sehen ziemlich cool aus, vor allem der hier. Der gefällt mir am meisten. Der ist richtig geil, weil der hat so schwarz mit roten Augen, goldenes Gefieder und goldene Beine. Und goldene Arme, ist richtig nice. Und ja, greift einfach mal hier den an. Und ich glaube, es sind normale Dodorexe, deswegen einfach nur halt die anders aussehen. Deswegen habe ich drei von denen gespawnt und es geht jetzt auch schon los. Da sterben auch schon die ersten Alpha-Rexe und meine Dodorexe auch. Hier, dafür kriegt ihr eine Rakete. Das wird zwar nicht sonderlich viel bringen, aber... Ah, hab wieder beschädigt. Ach toll. Okay. 200 Alpha-Rexe sind vielleicht ein bisschen viel. Ein bisschen stark. Außer gegen eine Sache in Extinction Comet. Da habe ich eine Idee. Und zwar gegen das hier. Das ist Bokito the Primordial Being. Heißt er, glaube ich. Ja. Und erstmal hier die ganzen Dinger laden lassen. Ganzen Schadensanzeigen. Und das ist... falls ihr noch Bokito aus dem Anunnaki-Mod kennt, Extinction Comet wurde ja auch von einem Typen gemacht, der beim Anunnaki-Mod mitgemacht hat. Und das hier ist anscheinend die verbesserte Version von Bokito. Bokito war nämlich der Warden of the Snow, glaube ich. Das war so ein Gorilla. Und der hier sieht einfach nur mega geil aus. Der sieht richtig cool aus. Da gibt es auch jetzt inzwischen schon eine Spinne. Und der ist einfach um einiges OP. Lass ihn einfach mal kämpfen. Mal gucken, wie der sich so schlägt. Ich weiß nicht, ob er so OP ist, aber Alter, guckt euch das mal an. Der macht hier so Dings. Was kann er da? Alter, geil. Der kann mit seinen Kanonen schießen. Ja, richtig cool. Was kann der auf C so? Einen Stein schmeißen. Toll. Die Kanonen sind mega cool. Der kann auch springen. Kann er auch ein Jetpack oder so. Okay, auf Level 1 oder was der jetzt war, ist er anscheinend noch nicht so OP. Kann er noch irgendwas auf X? Alter! Was ist das? Oha. Ist ja richtig OP. Ich kann es noch nicht irgendwie immer machen. Das hat eine kleine Abklingzeit irgendwie. Ist ja richtig cool. So, jetzt mal gucken, ob ich die damit alle hier... Ups, nein, falsch. Hallo, kann ich bitte da weg? Danke. Hier, X-Attacke, mach deine X-Attacke. Nochmal. Ich muss jetzt noch einmal machen, dann sterben Haufen. Komm. Oh oh. Die machen mir zu viel Schaden. Komm, schieß, schieß, schieß. Nein, er ist gestorben. Okay, Alpha-Rexe sind einfach zu mega hart. Außer natürlich für mich. Ich kann so machen und dann badams. Ja. Ich würde einfach sagen, dann kommen wir jetzt zum nächsten Battle, sonst dauert es ein bisschen zu lange. Und der nächste Fight besteht aus zwei Kommentaren von euch.
Einmal von Ich kenne Bugs und von Nice Rohe. Nice Rohe hat geschrieben, ein Manticore versus ein Indominus Rex. Bitte und geile Folge. Und Ich kenne Bugs hat geschrieben, 10-mal Indominus Rex Nemesis versus 5-mal Spinogeist. Ich habe eure Kommentare jetzt kombiniert, weil ich glaube, sonst wird die Folge ein bisschen zu lang, weil jetzt gerade das mit den Alpha Rexen so lange gedauert hat. Aber ja, hier sind dann insgesamt 11 Indominusse und da sind 5 Spinogeister und eine Manticore. Die gehören mir und die nicht und deswegen würde ich sagen, greift einfach mal den hier an. Dann gehe ich kurz in Vogelperspektive über und dann können wir auch schon anfangen mit dem Kampf. Los geht's! Die Manticore geht sofort drauf. Was ist mit meinen Spinos los? Ja, geht drauf, Spinos. Eine Manticore dachte ich gerade schon, die ist tot. Aber mal gucken, wie sich meine Spinogeister schlagen. Ich habe sie natürlich nicht auf Level 1, sondern auf Level 114 sind die jetzt, glaube ich, damit die ein bisschen Chance haben, weil auf Level 1 hätten die keine Chance gegen. Oh, okay, die sind wohl stärker als ich denke. Ich denke immer, die Spirit Rocker sind nicht so stark. Sind sie eigentlich auch nicht aus dem Mod, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass die ganzen anderen Kreaturen OP sind. Aber ja. Na, Manticore schlägt sich ja auch schon tapfer. Und ein paar Indominus sind schon gestorben. Was will der Spino da machen? Kommst gefälligst zurück, sonst erschieße ich dich. In meinem coolen Gewehr. Nein, eigentlich nicht. Hab. Oh nee. Mann. Oh, bin ich dumm. Ich habe gerade meinen eigenen Spino erschossen. Da geh sterben, Raptor. Hier geht alle sterben. Was geht da? Meine Manticore. So, da war gerade eine kleine Unterbrechung. Ich habe jetzt gerade vergessen, wo wir waren. Was ist das da hinten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ach so, das ist ein Spino, ein Toter. Auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, wo wir waren. Der brüllt einfach nur. Ich habe halt wirklich gerade vergessen, wo wir waren. Aber die töten hier die Manticore noch schön ab. Ja, da ist sie auch schon tot. Und das war es eigentlich schon jetzt mit diesem Battle. Und dann kommen wir jetzt, glaube ich, noch zum letzten Battle für heute. Ja, das ist das letzte Battle für heute, was dann jetzt gleich kommt. Bis gleich. Und das letzte Battle für heute ist von Shadowhunter 119. Du hast schon öfters mal Kommentare unter meine Videos geschrieben. Und anscheinend schaust du mich ja auch, weil, also sein erster Kommentar lautet: Ich schaue jedes Video von euch, die sind nämlich echt cool und unterhalten mich nach der Schule. Ja, das ist schön. Also, ich hoffe, es unterhält euch alle. Also, schätze ich mal, sonst hättet ihr uns wahrscheinlich nicht abonniert. Nee, aber ja, das freut mich, dass du die anscheinend immer nach der Schule anguckst und dass es dich freut, ja. Und sein Kommentar für das deine Battle ist: Kannst du mal 40 Teratinosaurus Level 40 gegen 50 Rexe Level 50 machen? Wer gewinnt? Ja, das interessiert mich auch, weil Teratinosaurus macht mehr Schaden, hat weniger Leben. T-Rex macht weniger Schaden, hat mehr Leben. T-Rex hat weniger Stamina als Teratinosaurus. Aber. Warte, wie war das? Ne, T-Rex ist schneller und Teratinosaurus ist langsamer. Aber Teratinosaurus hat mehr Stamina als Dings. Ja, so, bla. Die Teratinosaurier gehören mir. Greift einfach mal hier das da an. Irgendwas da drin. Keine Ahnung. Irgendwas werden die schon angreifen. Und dann würde ich sagen, es geht auch schon los. Wenn ich erstmal hier Flight, das muss man natürlich alles von oben sehen. Und Players Only. So. Okay, wait. Wait a second. I have noch nicht invisible me. So. Jetzt sollten die mich nicht sehen. Gut, dann kann das jetzt weitergehen. Mal gucken, wer gewinnt. Das interessiert mich jetzt. Sieht so aus, als ob ein paar T-Rexe sterben, aber ich glaube hauptsächlich Teratinosaurier. Da fliegt auch schon wieder ein T-Rex. Und ja, ich glaube, die Teratinosaurier sterben. Die müssen relativ am Arsch sein. Ja. Teratinosaurier haben verloren. Verloren. Außer man hat sie halt auf einem super hohen Level. Dann können die schon was ausrichten gegen so ein paar T-Rexe. Ich glaube, das mache ich jetzt auch noch ganz kurz. So, und jetzt bin ich hier. Wartet, ich muss mal kurz was gucken. Okay.
Es hört sich nämlich gerade bei mir alles ziemlich laut an, meine ganzen Einstellungen. Aber ja, jetzt mal bin ich hier auf einem Terrazinosaurus Level 1511 gegen 500 T-Rex Level 50. Mal gucken, ob ich das schaffen werde. Players only. So. Ich bin, glaube ich, noch invisible to all. I must too kurz weg. Und jetzt, es hängt ziemlich. Muss ich die hier alle durchrasieren? Los, ich rasiere euch. Kommt her, ich zermetzel euch, ihr kleinen Schweine. Alter, wie die hier alle rumfliegen. Die kommt zu mir und dann bam. Kann Terrazino, der kann doch auch noch andere Attacken, oder? Schingelingeling-Attacke macht die Schaden. Nein, macht sie nicht. Egal, dann schlage ich weiter auf sie drauf. Los, kommt nur her. Ihr könnt gar nichts gegen mich tun. Ich bin der ultimative Terrazinosaurus. Ich metze mich hier durch. Komm. Ach, ich bin Level auf, schätze ich mal. Deswegen level ich einfach mal auf Nahkampfschaden. Oh, der ist ein paar Level aufgestiegen. So, ich level mal auf Nahkampfschaden. So, die sind gerade da beschäftigt. So. Und jetzt greife ich an. Los. Angriff. Hier, alle zermetzeln. Bin ich nochmal Level up? Oh ne, bin ich nicht. Aber hier, die kann ich doch zermetzeln. Hier geht alle sterben. Ja. Ich zermetzle euch. Warum habe ich gerade so wenig FPS? Naja, egal. Es wird schon gehen. Hier, ich zermetzle euch alle. Ich renne da jetzt durch und zermetzel die. Alter, die fliegen immer alle so komisch hoch, wenn ich die töte. Terrazinosaurus wird euch rächen. Ich zerfleisch die nochmal alle. Schön, dass die auch keine Beweise hinterlassen werden. Naja, ist eigentlich egal. Da, jetzt hört auf, den Spino zu fressen. Jetzt hört auf. Geht einfach sterben alle. So, bin ich jetzt Level up? Nicht? Warum bin ich nicht Level up? Bin ich schon höchstes Level oder was? Naja. Du willst doch bestimmt sterben, T-Rex. Und ihr alle auch, bitteschön. Los, geht einfach alle sterben. Ja, badabadu. Wartet, ich verbessere meinen Terrazinosaurus nochmal ganz kurz. So, Leute, ich habe mir jetzt hier einen besseren Terrazinosaurus geholt. Der sollte die jetzt alle um einiges leichter wegmetzeln. Und da rennt man einfach mal schön hier durch und metzelt einfach mal alle weg. So will man das doch sehen, oder? Terrazinosaurus, der König der Pflanzenfresser. Nein, eigentlich nicht, aber naja. Guckt euch das mal an, da rennt so ein kleiner Wicht durch und zermetzelt einfach alle. Hier, weg mit dem, weg mit euch, weg mit euch allen. Ihr fliegt einfach nur so verkrüppelt durch die Luft. Und da kommen jetzt alle auf mich zu. Lass sie einfach mal ruhig zu mir kommen. Macht dieses Chingeling auch Schaden? Ich glaube eher nicht. Auf C kann er doch noch beißen. Naja, egal. Die Attacke ist viel besser. Da fliegen die immer so schön. Da, die sammeln sich alle um den einen Kadaver herum. Da renne ich doch einfach mal glatt einmal durch und zermetzle einfach alle. Da fliegen sie. Und da fliegen sie noch mehr. Okay, es dauert doch ein bisschen länger, 500 Rexe mit so einem OP-Terrazino zu töten. Aber dafür sieht man die Rexe hier schön fliegen. Wie viel Leben habe ich denn noch? Ach, okay, das geht. Noch ein bisschen Nahkampfschaden hier reinpumpen. Hier. Nimm noch mehr. 8000%. Okay, das reicht noch nicht ganz. 9000%. Okay. Das sollte doch jetzt eigentlich recht reichen. Bis ich die dann jetzt mal alle zermetzelt habe. Okay, Leute, da das jetzt alles ein bisschen zu lange dauert, würde ich einfach sagen, das war's mit dieser Folge Ark Deine Überlegs. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einfach mal ein Like da. Falls ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch ein Abo da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ciao!